1923. Mustafa Kemal Atatürk, ein türkischer General, gründet nach dem Untergang des Osmanischen Großreichs die Republik Türkei. Er will sein Land modernisieren. Die Regierung soll säkular sein, frei von religiösen Einflüssen. Er schafft die Scharia ab. 98% der Bevölkerung des Landes sind Muslime. Nach dem Tod Atatürks verteidigt die Armee das Erbe des Staatsgründers, die sogenannten Kemalisten. 1950 gewinnt die Demokratische Partei die Wahlen. Sie proklamiert Religionsfreiheit, gewährt der islamischen Geistlichkeit wieder mehr Spielräume und sichert sich so die Sympathien von Millionen muslimischen Wählern. Doch das türkische Militär besteht auf der strikten Trennung von Religion und Staat. Dreimal putschen die Generäle. 1960, 71 und 80. Die Türkei wird ein gespaltenes Land. Die muslimisch geprägte Opposition gegen das Militär wird stärker. 1997 erzwingt die Armee den Rücktritt des islamisch orientierten Ministerpräsidenten Erbakan. Einer seiner Anhänger heißt Recep Tayyip Erdogan. 2002 wird er Premierminister der Türkei. Eine tiefe Zäsur. Die Republik Atatürks und die Macht der Militärs sind Geschichte. An einem kalten Tag im Februar 1954 wird Recep Tayyip Erdogan als Kind einer strenggläubigen Arbeiterfamilie aus der Schwarzmeerregion geboren. Seine Eltern zogen nach Istanbul, nach Kasimpaşa, einem Arbeiterviertel. Recep wollte unbedingt Fußballprofi werden. Er war tatsächlich talentiert, aber natürlich war sein Vater dagegen. Der besteht darauf, dass der Sohn eine streng religiöse Schule besucht. Er sähe ihn gern als Imam oder muslimischen Prediger. Schon als Heranwachsender tritt Erdogan einer islamischen Partei bei. Früh kandidiert er für erste öffentliche Ämter. In der Türkei gab es immer eine Kluft zwischen der säkularen, gebildeten und wohlhabenden Oberschicht. Sie wurden die Weißen Türken genannt und den Schwarzen Türken auf der anderen Seite. Die anatolischen Bauern, die frommen, aber ungebildeten. In den 90er Jahren schlossen sich diese sogenannten Schwarztürken Erdogan an. Aufgrund seiner religiösen Bildung in der Imamschule findet er viele Anhänger. Er verspricht ihnen mehr Religionsfreiheit und bessere öffentliche Programme. Damit wirbt er um ihre Stimme. Istanbul war düster und schmutzig. Überall war Müll, das Wasser ungenießbar. Die Infrastruktur war wirklich schlecht. Als Erdogan 1994 Bürgermeister wurde, änderte sich die Stadt zum Besseren. Alle erwarteten, dass Istanbul islamischer werden würde. Aber die Stadt wurde offener, freier, pluralistischer. 1997 putscht das Militär zum vierten Mal innerhalb von 4 Jahrzehnten. Erdogans Partei wird verboten. Nicht bereit zu schweigen, geht er auf die Straße, um seine Anhänger zu mobilisieren. Während einer Kundgebung rezitiert er ein Gedicht. Das wird zum Wendepunkt seiner Karriere. Dass Erdogan verhaftet wurde, weil er ein Gedicht rezitiert hatte, erschien als unerhörte Verletzung der Meinungsfreiheit. Die Gerichte waren der Meinung, dass er zum Hass anstachelte. Also entfernten sie ihn nach 3 oder 3,5 Jahren Amtszeit von seinem Posten.
In den Augen des Volkes befand sich der Staat jedoch im Unrecht. Wenn der Staat dich unterdrückt, bedeutet das, dass du ein guter Mensch bist. Es bedeutet, dass du ein Held bist. Bir şiir okuduğum için mahkumiyet kararı almış bulunuyorum. Öncelikle bu kararın hukuk tarihimiz adına bir trajedi, bir utanç sayfası olduğunu belirtmek istiyorum. Hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Erdoğan bleibt nur 3 Monate im Gefängnis, aber die Erfahrung verändert ihn grundlegend. Erdoğan erkannte, dass die Türkei einen Wandel brauchte. Und plötzlich im Jahr 2002 kam er als starker Führer zurück und sagte, ich werde die AKP als neue Partei gründen. Sie verstanden sich als muslimische Demokraten und versprachen, die alte islamistische Garde zu entlassen. Sie versprachen den Beitritt zur EU, eine liberale Wirtschaftsreform, die Modernisierung der Türkei. Kurmuş olduğumuz bu yeni siyasi partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. 2004 nimmt die Türkei Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union auf. Es ist ein historisches Ereignis. Der Verhandlungsprozess kann beginnen, damit die Türkei Vollmitglied der Europäischen Union wird. Erdoğan besetzt sein Kabinett mit religiös orientierten Gefolgsleuten. Darunter viele Anhänger von Fethullah Gülen, einem einflussreichen islamischen Kleriker. Gülen lebt in den USA und finanziert von dort aus Schulen und Organisationen auf der ganzen Welt. Ein umstrittener Netzwerker des Islam. Erdoğan became a politician who made Turkey more democratic than Erdoğan erschien als Politiker, der die Türkei demokratischer machte, als sie es je war. Ein Mann, der die gesellschaftliche Freiheit brachte. Es waren goldene Jahre der türkischen Republik, Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Welt öffnet ihre Türen für die Türkei und lobt deren fortschrittlichen Führer. Doch schon bald wehen die Fahnen anders. Erdoğan stößt auf Hindernisse. Seine eigenen Bürger. 2007 will Erdoğan das alte Verbot von Kopftüchern in staatlichen Einrichtungen aufheben. Das weckt landesweit Proteste. Erdoğans Gegner fürchten die Islamisierung der Türkei. Wir befürchten, dass sie unser Land zu einem religiösen Land machen wollen. Vielleicht nicht wie Iran, aber am Ende wie Pakistan. Das wollen wir nicht. Damals besuchte ich Erdoğan. Er war niedergeschlagen und fürchtete, sie werden unsere Partei verbieten. Ich sagte, das kann nicht passieren. Wir müssen das bekämpfen. Er fragte, was soll ich tun? Das Gericht erkannte die antisäkulare Ausrichtung der AKP. Aber sie hatten nicht genug Stimmen, um die Partei zu verbieten. Sie verhängten nur eine Geldstrafe. Ich denke, die Menschen unterschätzen das psychologische Trauma für ihn. Der Versuch, seine Partei zu verbieten, war eine Wiederholung seiner eigenen politischen Geschichte.
Seit 2011 hat sich die Haltung der AKP gegenüber der Opposition, den Medien und der EU verändert. Eine totale Kehrtwende. Willkommen zurück. Tödliche Proteste in der Türkei. 3000 Menschen verletzt. Gewalt durch die Sicherheitskräfte. Bereitschaftspolizei mit Wasserwerfern. Eine alte Dame wurde verletzt. Wir fordern alle Beteiligten auf, Gewalt zu vermeiden. Im Herzen von Taksim gibt es einen sehr kleinen, aber einzigartigen grünen Park. Und es ist das einzige Grün im pulsierenden Taksim-Viertel. Es ist das Herzstück vom kulturellen, sozialen und künstlerischen Leben in Istanbul. Taksim'deki Gezi Park. Oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz. They will establish a residence. Sie wollen eine Wohnanlage, ein Hotel und ein Einkaufszentrum bauen. Das ist das allerletzte, was wir heutzutage in Istanbul brauchen. Auf Kosten des einzigen Grüns in Taksim. Das ist falsche Stadtplanung und historischer Mord. Sie bauten Zelte auf und blieben Tag und Nacht dort. Sie bewachten den Park, damit die Bagger ihn nicht zerstören. Could not tear it down. Öyle zannediyorum ki birkaç gün içerisinde de tamamıyla bu normale dönecektir. Zaten one morning the police raided. Eines Morgens stürmte die Polizei den Park mit Tränengas und Schlagstöcken. Tear gases. Einige Menschen haben im Morgengrauen die Zelte angezündet. People set fire at dawn on their tents. Macht das nicht! Bitte tun Sie das nicht! Ihr seid alle meine Söhne! Es gab diese extreme Polizeigewalt, die keinen Sinn ergibt. Sie verprügelten alles und jeden. Aber warum diese Gewalt? Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Evet. Sokaktaki gençlerin Türkiye'ye daha fazla zarar vermekten, Türkiye düşmanları adına taşeronluk yapmaktan artık vazgeçmelerini istiyorum. Just a very, very small skirmish. Ein sehr kleines Kräftemessen wurde innerhalb von 24 Stunden zu einem nationalen Aufstand. Nicht nur in Istanbul, sondern in fast allen Regionen der Türkei. Das war ein Ereignis, das alle Gesellschaftsschichten zusammenbrachte, weil ihre Forderung sehr aufrichtig war. Der Ministerpräsident sollte hören, was sie zu sagen hatten. Tayyip Erdoğan gitsin, demek devletimizin tek olması anlayışının yıkılsın demektir. Viele waren der Meinung, dies ist mehr als nur ein Park. Das ist ein Zeichen gegen die AKP. In der Politik, im Alltag. In foreign policy, in daily life. Erdoğan would. Erdoğan hätte diesen Protest leicht mit einer einfachen Botschaft beenden können, indem er sagt, okay, wir hören auf, wir werden keine Bäume fällen. Aber stattdessen hat er die Messlatte höher gehängt. Er war sehr wütend. Von jetzt an werden in der Türkei neue Seiten aufgezogen. Wo immer sich 100 Menschen versammeln, schicke ich 200, 300, 500 Menschen hin. Ich fragte, wollen Sie die Bürger gegeneinander aufhetzen? Ich sagte, Verzeihung, aber das ist der falsche Weg. Das wird im Bürgerkrieg enden. Bunun sonu bir iç savaştır. Bu akşam saat 19'da bir araya geleceklermiş. Taksim'e çağırıyorlar. Geziciler,
Gezinciler, Taksim'e çağırıyorlarmış. Eğer buraya gelme gibi bir durumun içine girerseniz kusura bakmayın. Güvenlik güçlerimiz kesin talimat almışlardır. Gereği neyse A'dan Z'ye bu yapılacak. Die Regierung hat den Aufruhr brutal niedergeschlagen. 11 Menschen starben, 9000 wurden verletzt. Das sorgte natürlich für Empörung. Tödliche Proteste in der Türkei. Polizei setzt Tränengas ein. Ich habe hier noch nie so viele Demonstranten gesehen. Kaiserpinguine, das einzige Tier auf der Erde, das im antarktischen Winter brütet. Als die Demonstranten nach Hause kamen, sahen sie Pinguin-Dokus statt Nachrichten über die Demos. Die Gezi-Proteste haben Millionen gezeigt, was hier wirklich passiert. Die türkischen Medien haben alle Angst vor Erdogan. Sie haben über die Vorfälle nicht berichtet. Man konnte es nur auf CNN sehen. Ich bin von der Presse. Er ist vom Mix Magazine. Die Regierung behauptete, dass die Proteste im Gezi-Park von CNN, vom US-Botschafter, von Zionisten, von Islamgegnern geschürt wurden. So begann die AKP, das Land zu regieren. Emin olunuz, Türkiye'nin yükselişini hiçbir güç Allah'tan başka engelleyemez. Es war kristallklar, dass dieser Typ nicht mehr demokratisch war. Today the United Nations Security Council voted overwhelmingly to sanction Iran for its continued failure to live up to its obligations. This resolution will put in place the toughest sanctions ever faced by the Iranian government. 2010 verhängt US-Präsident Barack Obama Sanktionen gegen Ölexporte des Iran, in der Hoffnung, damit dessen Atomwaffenprogramm zu stoppen. Der Iran kontaktiert den dubiosen Geschäftsmann Reza Sarab, der in der Türkei aufgewachsen ist. Sarab nutzt sein Netzwerk und vermittelt einen Tauschhandel. Iranisches Öl gegen türkisches Gold. Die Goldexporte der Türkei schnellen in die Höhe. Die Volkswirtschaft boomt mit einem Plus von 13%. Um die hohen Gewinne zu vertuschen, arbeitet Sarab eng mit der türkischen Halk Bank und ihrem Vorstandsvorsitzenden Süleyman Aslan zusammen. Im Gegenzug erhält Aslan Provisionen in Millionenhöhe. Hallo. Sayın Bakanım, Reza ben uyandırmadım değil mi? Yok, spordayım Reza'cığım. Sayın Bakanım, bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim. Olur canım, Zafer abi de söyledi. Ben saat 4'ten 6'ya kadar falan oralardayım. Abdullah, 500 bin dolar hazırla. Evet. 4'te götüreceğim. Saat 3'te falan yollatırsan bana. When several prosecutors, die Bundesanwälte ordneten im Dezember 2013 Ermittlungen wegen illegaler Geldwäsche an. 14 Monate vor dem eigentlichen Korruptionsskandal. Acht Monate vor dem Skandal warnte der türkische Geheimdienst MIT die Regierung,
dass die Finanzbeziehungen zwischen Sarab und einigen Ministern ungewöhnlich seien. Das könne die Regierung in eine missliche Lage bringen. Die Warnung stößt auf taube Ohren. Sarab scheint unter Erdogans Schutz zu stehen. Die Ermittler finden flächendeckende Korruption bis in hohe Regierungskreise. Heute Morgen fanden Razzien wegen Korruption statt. Von Istanbul bis Ankara. Am frühen Morgen des 17. Dezember 2013 verhaftet die Polizei insgesamt 91 Personen, darunter Sarab, Aslan und viele AKP-Mitglieder. Sarab wird wegen Bestechung, Schmuggel und Geldwäsche angeklagt. Die Polizei findet 4,5 Millionen Dollar in Aslans Haus, verpackt in Schuhkartons. Er behauptet, das Geld sei für Wohltätigkeitsorganisationen bestimmt. Erdogans Regierung reagiert schnell, feuert Dutzende von Polizeichefs und Staatsanwälten und stoppt damit die Ermittlungen. In der Öffentlichkeit behauptet Erdogan, er sei angegriffen worden. Irgendwann erscheinen plötzlich geheime Telefonmitschnitte auf YouTube, in denen anscheinend mehrere Minister über Bestechungsgelder diskutieren. Ende Februar 2014 kommt ein noch brisanteres Gespräch ans Licht. Ein intimes Telefonat zwischen dem Ministerpräsidenten und seinem Sohn. Erdogan klingt verunsichert. Er sagt, dass sie auf einer verschlüsselten Leitung sprechen. Und Bilal hat Angst, dass sie alle ins Gefängnis kommen. Sie hatten das Geld in ihren Häusern versteckt. Sie konnten es nicht zur Bank bringen, weil es natürlich Schwarzgeld war. Der Ministerpräsident wies offensichtlich seine Kinder an, das Geld auf Null zu stellen. Erdogan spricht davon, die letzten 30 Millionen Euro zu verstecken. Das ist unfassbar. Wie viel Geld muss das gewesen sein? 25 Millionen Dollar çalığa aktarıp geri kalan kısmını da şehirlerden daire Später stellt sich heraus, dass zum Zeitpunkt der Telefonate 6 Wohnungen gekauft werden. Die Kaufverträge sind alle von Erdogans Anwalt Omar Faruk Akbulut unterzeichnet, angeblich im Namen von Erdogan.
Die AKP sagte damals, es würde sich um Fälschungen handeln. Es wären Montagen aus Erdogans öffentlichen Reden, Fälschungen, um reale Telefongespräche mit seiner Familie zu simulieren. Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz? Bunun gayreti içerisinde. Bunun dışarıda heveslileri olduğu gibi, planlayıcıları olduğu gibi, onların ülkemizde de bazı uzantıları var. Erdoğan behauptete, das ist ein Putschversuch. Es ist so lächerlich. Das ist ein Putschversuch gegen unsere Regierung. This is a coup d'etat attempt against our government. Diese Methode hat er schon vorher angewandt. Diese Gezi-Veranstaltungen werden von den internationalen dunklen Verschwörern organisiert, also Mossad, CIA, MI6, Europäische Union, Vereinigte Staaten. Sie stecken alle dahinter, weil wir Moslems sind. Sie sind alle Kreuzritter. Sie hassen uns. So schnell wie möglich lenkt Erdogan von sich ab. Doch niemand glaubt ihm, als er Gruppen wie der CIA die Schuld zuschiebt. Deshalb wählt er dann ein anderes Feindbild, die Gülen-Bewegung. 17 Aralık'tan bugüne kadar devletin kurumları içinde nasıl bir çark kuruldu, nasıl bir örgütsel yapılanmaya gidildi net olarak ortaya çıkıyor. Erdogan macht das, um die Demokratie einzuschränken, um die Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen. Es ist eine ganz klassische Methode. Ich meine, es ist immer das gleiche Prinzip. Wenn man sich von der Demokratie abwendet, braucht man einen Feind. Von welcher Gülen-Bewegung redet ihr? Ich bin Polizist. Ich verhafte Verbrecher. Ich habe nichts Falsches getan. Sie haben die Polizisten, Staatsanwälte und Richter verhaftet, die an den Ermittlungen beteiligt waren. Hätten wir Angst vor Dieben, wären wir nie Polizisten geworden. Über 7000 Staatsanwälte, Richter und Polizisten werden entweder entlassen oder abgesetzt, um weitere Untersuchungen zu verhindern. Herkesin haremine girdiler. Dinlediler. Gözetlediler. Bunları yaptılar. Die fünf Verdächtigen im Korruptionsfall wurden freigelassen, darunter der Geschäftsmann Reza Zara und die Söhne der ehemaligen Minister Barış Güler und Kaan Jalyan. Sie sehen Bilder von ihrer Freilassung nach dem Urteil. Reza Zarrab war die Nummer eins im Korruptionsskandal. Die Türkei hat 7000 Beamte versetzt, nur um diesen Kerl zu schützen. Zarrab wurde freigelassen und lebte fortan ein tolles Leben. Er hat zwei Villen am Bosporus, ist mit einem türkischen Popstar verheiratet. Irgendwann erhielt er sogar eine hohe Auszeichnung. Das war wirklich schwer zu ertragen für all die Leute, die gegen ihn ermittelt hatten. Erst als er nach Miami reist, wird er endlich von den US-Behörden wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen verhaftet. Für uns steht dies in einem viel größeren Zusammenhang. Wir haben kein Recht und keine Gerechtigkeit mehr. There are some trends within Turkey that I've been troubled with. I am a strong believer in freedom of the press. There is no doubt that President Erdogan has repeatedly been elected through a democratic process, but I think the approach that they've been taking towards the press is one that could lead Turkey down a path that would be very troubling. Es ist wie eine Gehirnwäsche durch die Regierung. Sie bombardiert die Öffentlichkeit mit Informationen, Bildern und Sendungen, alles nur aus einem Blickwinkel. If you started to look at the television.
Wenn Sie Fernsehen schauen, sagen wir Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, fast alle sind regierungsfreundlich. Und sie benutzen die gleiche Terminologie, denselben Text, dieselben Bilder. Das ist nicht nur Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit. Das ist völlige Zerstörung der Pressefreiheit. Ich arbeite seit 37 Jahren als Journalist. Ich war Chefredakteur von Cumhuriyet Daily, der einzigen unabhängigen Zeitung in der Türkei. Wir haben eine Geschichte über die Lastwagen veröffentlicht, die dem türkischen Geheimdienst gehörten, der damit Waffen nach Syrien transportierte. Es war eine etwas gefährliche Geschichte. Sie nannten es ein Staatsgeheimnis. Wir wurden allein wegen dieser Meldung verhaftet. Ich war 92 Tage im Gefängnis. Das Verfassungsgericht entschied, uns freizulassen, weil sie sagten, das ist Journalismus, kein Akt des Terrorismus. Trotzdem, jetzt droht uns eine lebenslange Haftstrafe. Vielleicht bin ich danach wieder im Gefängnis. Wir müssen bleiben und für die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit in der Türkei kämpfen. Wir können ihnen das Land nicht überlassen. Dündar entkam unverletzt einem Attentat vor dem Gerichtsgebäude, nachdem er aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Er hat beschlossen, die Türkei zu verlassen und erhielt eine 6-jährige Haftstrafe in Abwesenheit. War das der Grund zu sagen, ich werde nicht bleiben, weil mein Leben in meinem Land in Gefahr ist? Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Wie können wir Gerechtigkeit von einem Gericht erwarten, das jetzt von der Regierung kontrolliert wird? Deshalb habe ich beschlossen, eine Weile außerhalb der Türkei zu bleiben. Siz de medya mensubusunuz. Evet. Sınırsız özgürlük hakkınız var mı? Yoktur, başkasının özgürlüğüne müdahale edersem eğer. Tamam, ben de onu söylüyorum zaten. Başkasının özgürlük alanıdır sınırınız. Evet. Oraya girdiğiniz anda siz başkasının özgürlük alanına müdahale ediyorsunuz demektir. Erdoğan begann für alle sichtbar, die freien Medien auszuschalten, indem er behauptete, diese Zeitung ist Teil einer Terrororganisation. Es ist unglaublich. In keinem demokratischen Land wäre so etwas möglich. Auch die Zeitung Saman wird zur Zielscheibe. Das Blatt mit der höchsten Auflage in der Türkei hatte wiederholt die Regierung kritisiert. Unsere Journalisten wussten, was die Zeitung Saman erwartet. Im Polizeipräsidium hieß es, es würden Schritte unternommen. Um 6 oder 7 Uhr morgens kam die Polizei bei Saman an. Plötzlich versammelte sich eine Menge Unterstützer. Saman-Leser, unsere Journalistenkollegen, Menschen protestierten draußen, normale Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus der Geschäftswelt, Hausfrauen. Es waren Menschen, die ihre Zeitung einfach liebten, die das Unrecht, das den Autoren und Managern angetan wurde, verurteilten, weil es skrupellos war. Was sagt er da? Die türkische Republik stürzen. Wow, 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 wow. Sieh sich einer das Verbrechen von Ekrem Dumanli an. Tayyip, haben Sie keine Angst vor Gott, weil Sie so absurde Behauptungen aufstellen? Wir sind zusammen um die Welt gereist. Ich habe Sie interviewt. Wenn ich geplant hätte, die Regierung zu stürzen, wie konnten Sie das nicht bemerken? Gegen Mittag wurden wir laut und bedrohlich verhaftet. Haben Sie etwas zu sagen? Wir werden uns keinem Tyrannen beugen. Es gibt kein Zurück von Freiheit und Demokratie. Ich war der erste Beschuldigte, der eine Aussage machte. Es war sehr interessant. Der vorsitzende Richter war verärgert wegen des Haftbefehls, der ihm vorlag. Es gab kein Verbrechen in der Akte, das man mir hätte vorwerfen können.
dosyama koyma imkanlarını bulamadılar. Wie kann ich ein bewaffnetes Mitglied einer Terrorgruppe sein, die aus dem Nichts auftaucht? Ich möchte fürs Protokoll festhalten, dass das eine absurde Erfindung ist. Sie kamen. Diese unschuldigen Menschen, die Leser von Saman. Die Polizei hat sie mit Pfefferspray und Schlagstöcken traktiert. Das Blut lief ihnen über die Stirn. Die Polizei hat schreckliche, unvorstellbare Taten begangen. So wird eine Zeitung mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken zerschlagen. Sie stürmen das Gebäude, plündern alle Räume, als ob sie es mit einer Terrorgruppe zu tun hätten. Kaum waren sie angekommen, wollten sie in unser Archiv. Das war alles, was sie interessierte. Als sie das Archiv nicht finden konnten, wissen sie, was sie getan haben? Sie haben alle Computerkabel durchgeschnitten und alle Computer zerstört. Ich habe noch nie von einer solchen Razzia gehört. Es ist herzzerreißend. Durch Zensur und Willkür in der Türkei entsteht ein Volk, das Angst hat. Augenzeugen aus Ankara meldeten Kampfflugzeuge über der Stadt. Plötzlich, an einem geschäftigen Freitagabend, ist die Bosporusbrücke gesperrt. In den Straßen Ankaras rollen Panzer. Sind das Manöver? Nein, gehen Sie nach Hause. Schließen Sie Ihre Türen. Am Anfang sah es so aus, als wäre das der Versuch des Militärs, die Regierung zu stürzen. Dann gab es Berichte über die Beschlagnahmung des türkischen Rundfunks und Fernsehens durch das Militär. Ab jetzt gelten Kriegsrecht und Ausgangssperre. Niemand wusste, wo Erdogan war. Man hörte nichts von ihm. Und nach einigen Stunden sah ich die türkische Moderatorin ihr iPhone aufstellen und sagen, wir haben eine Live-Übertragung mit Präsident Erdogan. Und ich kapierte, das ist Erdogan am iPhone. Aus Sicherheitsgründen konnte er nicht in ein Fernsehstudio kommen. Er musste es über FaceTime machen. Halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Selbst Leute, die keine Anhänger von ihm waren, strömten auf die Straße. Es war beeindruckend zu sehen, wie Erdogan das türkische Volk wirklich berührte. Und das türkische Volk hörte ihm zu. In dieser Nacht hat die Polizei innerhalb von 2 Stunden reihenweise Lehrer, Professoren und so weiter verhaftet. Und alle ohne jegliche Beweise. Bis heute wurden rund 50.000 Menschen verhaftet und über 150.000 Menschen aus ihren Jobs entlassen. Die türkische Regierung behauptete, dass Fethullah Gülen und seine Anhänger dafür verantwortlich waren. Followers.
Mit Respekt gegenüber Fethullah Gülen habe ich den Außenminister dringend gebeten, dafür zu sorgen, dass man uns Beweise und nicht nur Anschuldigungen liefert. Wir werden uns ganz sicher dafür einsetzen, dass die Täter des Staatsstreichs vor Gericht gestellt werden. Aber wir warnen auch vor einer Ausweitung und betonen die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Demokratie. Ich könnte so etwas nie tun. Ich bin gegen jeden Putsch. Ich bitte darum, dass eine internationale Kommission diese Angelegenheit untersucht und sich eingehend damit befasst. Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Sıkı yönetimi kaldırdık, olağanüstü hali kaldırdık. Erdoğan prahlte damit, das Kriegsrecht und den Ausnahmezustand des Militärs aufgehoben zu haben. Olağanüstü hal bir türlü bitmiyor. Aber jetzt gibt es einen neuen, unbegrenzten Ausnahmezustand. Vielleicht für ein Jahr, vielleicht für zwei. So ist das gesamte Rechtssystem unter seiner Kontrolle. Das war sein Ziel. Es gibt Fälle von schwerer Folter und Vergewaltigung. Man sagt, dass die Menschen ihren Verstand durch die Folter verlieren. Die Zahl der Selbstmorde im Gefängnis ist um 30-40% gestiegen. Sie versuchen, die Bevölkerung immens einzuschüchtern. All diese Leute gehen ins Gefängnis und es gibt fast keinen Protest. Nein, niemand sagt etwas, weil sie alle Angst haben. Die Türkei wird anders und ich fürchte, nicht besser. Präsident Erdogan hat seinen Sieg erklärt in dem Referendum, das ihm weitreichende Macht verleiht. Erdogans Befugnisse sollen erweitert und sein Einfluss auf die Justiz gestärkt werden. Bu ülke Batı'nın hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Jeder in der Türkei hat Angst. Die Regierung will das Leben derer, die sich ihr widersetzen, zerstören. Es ist, als wären wir in die Hände einer Mafia gefallen. Die Jugend hat keine Hoffnung auf Zukunft. Erdogans neue Befugnisse werden voraussichtlich 2019 in Kraft treten und könnten ihn bis 2029 an der Macht halten. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, wie ein ehemaliges Opfer selbst zu einem mächtigen Verfolger wird. Diese Verwandlung ist unglaublich.